Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge zu Dawn of Fantasy. Eine kleine Info gleich, es kam ein neuer Patch raus für das Spiel, aber ich kam noch nicht dazu, die Patch Notes zu lesen, also weiß ich noch nicht unbedingt, was sie alles verändert haben. Eins, was ich weiß, was sie verändert haben, ist im Titelbildschirm. Da gibt es jetzt mehr Sound und Sidewalk oder wie auch das ausgesprochen wird, steht da. Und Allianz. Okay, das ist neu. Man kann jetzt Allianzen erstellen, das ist cool. Ansonsten, was gibt's noch unter Profil irgendwas? Nein. Sehe ich jetzt nichts. Ja, egal. Wahrscheinlich wird das eh im Laufe des Spiels auch noch auffallen, was alles neu ist. Der Timer läuft jetzt auch ab für das Spiel. Normalerweise würde das immer eine gewisse Zeit lang dauern und mit dem neuen Patch startet es jetzt sofort. Also normalerweise müsste ich zuerst alle Mauern fertig bauen. Das wurde anscheinend jetzt entfernt, ist aber auch nicht besonders schlimm. Es geht so auch. Jetzt habe ich mal einen kleinen Überflug gemacht und schnell erkundet, wo noch mal alles ist. Jetzt ist halt auch wieder lange her, wo ich das letzte Mal ein Let's Play gemacht habe. Jetzt muss ich erstmal das Mikro wieder herrücken. Hoffentlich hört er mich jetzt auch besser. Und eins der Dinge, die mir auch aufgefallen sind, das mit den Soundoptionen funktioniert immer noch nicht, dass ich kann. Muss immer noch den Sound von dem Spiel im Windows Explorer runterdrehen und jetzt hoffe ich halt, dass der Sound halbwegs passt. Quest weitermachen. Ich werde jetzt nichts mehr vorlesen. Wenn ihr wissen wollt, was da, also ich werde es für mich schnell durchlesen im Kopf, aber nebenbei könnt ihr eh alles auch selbst lesen, das ist eigentlich eh nicht das Problem. Ein Krieg ohne König, Monarch, der dämliche Völker, rätselhafte Weise im Leben, Karmelen und beschuldigen die anderen. Gut, vergessen's. Gibt es einen Orden der Gelassenen? Interessant, interessant. Jetzt hoffe ich halt, dass ihr das Rauschen nicht im Hintergrund hört. Leider ist der Lüfter von meinem PC nicht der leiseste und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in den schönen Österreich hat es jetzt gut 31 Grad, müsste hinkommen und das ist halt wirklich auch anstrengend für den PC, weil er dadurch um einiges mehr kühlen muss und dadurch arbeitet einfach der Lüfter mehr. Hab mir auch schon mal gedacht, ob ich mir nicht mal eine Wasserkühlung einbaue, nur für die, die es kennen, Wasserkühlung ist einfach ein ziemlich großes Gerät und es gibt manche Tower, die was nicht groß genug dafür sind oder die was nicht dafür ausgelegt sind, wo man dann rumflexen müsste oder etwas ausschneiden muss. Und ich will nicht extra meinen Tower beschädigen, nur um so eine Wasserkühlung reinzubekommen. Ich hätte zwar eine alte daheim, aber ich will die alten, wie schon gesagt, alte Wasserkühlungen sind viel zu groß und ich will mir nicht extra eine neue kaufen. Dafür habe ich jetzt kein Geld. Dieses Problem kennt eigentlich eh fast jeder, zu wenig Geld haben. Ist im Spiel zum Glück nicht so der Fall, da bekommt man das Geld von so ziemlich jeder Leiche, die man plündert. Im wirklichen Leben geht das zum Glück nicht, ansonsten würde es über ein Chaos ausbrechen, aber das ist auch jedem selbst überlassen, wie er es sieht. Ihr müsst immer bereit sein, euer Heim zu verteidigen. Das ist die Quest. Da ist halt die Frage, wann muss ich das Heim verteidigen? Kommen dann mal Feinde oder wie jetzt?
Reiszuckerln alleine, okay. Ich schätze mal, dass dann einfach irgendwann mal Truppen ins Dorf kommen. So war es jedenfalls bei den Menschen. Da kam eine Ork-Armee. Sie hat sich dann schön am Haupthaus gemütlich gemacht, bis ich die Quest angenommen habe. Dann konnte ich sie angreifen. Ein bisschen sinnlos, meiner Meinung nach, aber. Mann, Entschuldigung. Man sollte sich halt nicht auch über alles beschweren. Vielleicht hat sich noch bei der Weltkarte was verändert. Nee, der Wald immer noch sehr unübersichtlich. Sehr gern. Ah, das ist doch auf dieser Karte, das wusste ich jetzt nicht. Gleich mal den Helden hinschicken. Die Mauern müssten auch noch gebaut werden. Naja, das ist halt das Schöne bei einem schönen also das Schöne bei einem schönen Strategiespiel, das passt doch perfekt. Sie sind angenehm, Stress nicht, außer in heiklen Schlachtszenarien. Und man kann sich schön Zeit nehmen, über alles zu reden, über Gott und die Welt nachzudenken, obwohl ich persönlich als gestandener Atheist glaube ja nicht so daran. Und muss ich schnell was trinken. Wie schon gesagt, verdammt heiß draußen und da trocknet schnell mal die Kehle aus. Oh, das ist schlimm. Elfen haben sich mit den Orks verbündet. Das sollte nicht sein. Na gut. Oh, das ist schön. Ein Verbündeter, ein Angriff mit einer größeren Armee mit Verbündeten aus zwei Seiten auf ein feindliches Lager. Quest bringt auch auf. Okay, wo ist denn. Blödsinn. Da ist es. Ist schon eine halbe. Ja, ist schon eine, ein bisschen eine Reise wert, aber. Es wird schon in dieser Folge gehen. Dann mal alles mitnehmen, was zu mitnehmen ist. Und. Soll ich noch Hüte mitnehmen oder nicht? Ja, nee, ah, nicht. Okay, Blödsinn, das heißt, dass nur Level 2 sind. Da brauche ich noch ein bisschen Gold und sonst eh nichts. Und erstellen. Ah, das Landreisen dauert auch immer so lange. Das ist schon schlimm. Naja, aber wie schon gesagt, ich sag's immer wieder gern. Ihr könnt mir immer in den Comments was posten, mir Fragen stellen, was ihr wollt, und in der Zeit, wo man wartet, wo bis die Armee ankommt oder bis was gebaut ist, kann ich immer auf die Fragen eingehen, darüber ein bisschen diskutieren und euch Rede und Antwort stellen. Da habe ich kein Problem damit. Und Resistenz der Elfen, kann ich noch welche bauen oder nicht? Ja, kann ich. Ja, sag mal, wie viel kann ich da bauen, bitteschön? Jetzt habe ich schon fast doppelt so viele Residenzen wie bei meiner Menschenkampagne. Technikmenü, was gibt's denn da? Steinzitadelle erforschen ermöglicht Steinwälle. Ah, kein Gold dafür. Codex der Steinzitadelle ermöglicht teuer Torhäuser und Türme aus Stein. Könnte ich mir leisten. Codex des Schutzes erhöht die Trefferpunkte der Palisadenwelle des Tore. Nee, warte ich noch. Effizienzsteigerung. Erhöht das Tempo auf der Landkarte. Das brauche ich. Das ist gut. Nachschub brauche ich nicht. Leitstern der Reisenden erforschen, erhöht auch das Tempo, aber kann ich mir nicht mehr leisten. Schade.
Was habe ich denn? Ich habe das Bodenhaus, Schrein des Silvaner, Baumsymphonie, Kriegshütte, was geht mir noch ab? Habe ich Alchemielabor oder? Das muss ich mal nachsehen, genau. Ich mach mal Alchemielabor. Kann schon nicht schaden. Heiligenturm bauen oder was ist das? Obwohl, Alchemiehütte kann ich mir gar nicht kaufen. Dann baue ich mir den Heiligenturm. Dann baue ja. 1 Stunde 80 Minuten. Wird eine Zeit lang dauern. Ich überprüfe noch schnell alles. Naja, muss ich wieder gehen. Es tut mir leid. Ich finde es immer auch schön, dass bei den Elfen wirklich so viele Bäume sind, die man bebauen kann. Naja. Bei den Menschen hat man weniger Platz, da muss man sich schon genauer überlegen, was für Gebäude man jetzt doppelt haben will oder dreifach. Und bei den Elfen, das schlägt wahrscheinlich dann auch auf der Einheitenproduktion zurück, dass man einfach schneller Einheiten bauen kann und viel schneller eine Armee zum Verteidigen aufgestellt hat, wenn man angegriffen wird. Obwohl ich wirklich mal gern wissen würde, wie eine Schlacht von Spieler zu Spieler, also eine PvP-Schlacht, ablaufen würde. Ob man dann während der Schlacht als Verteidiger Armeen aufstellen kann oder nicht. Ich vermute mal, dass man nicht die Möglichkeit dazu hat, ansonsten wäre es unfair gegenüber des Angreifers. Aber ja. Müde bin ich heute, das kommt mit Sicherheit vor dem heißen Wetter. Einfach viel zu schwül heute draußen. Okay, meine Armee ist angekommen, das ist gut. Und gleich mal die Quest beginnen. Alles rein. Ah, nicht den Baum, den brauche ich nicht, aber die Arbeiter. Oder? Ah, egal, ich nehme ihn gleich mit. Man weiß ja nie. Ah, da seht ihr es eh schon im Ladebildschirm, das Siege-Vault oder Siege-Vault, Works? Work. Okay, das heißt Works, Siege-Works. Interessant. Naja, mein Englisch ist nicht das Beste, meine Aussprache erst recht nicht. Das müsst ihr mir entschuldigen. Und weg mit dem Überflug, ich will rein ins Geschehen. Genau, wie auch schon letztens angekündigt, ich werde demnach, sobald möglich ist, ein weiteres Let's Play starten zu Forktales. Ist zurzeit noch in der Alpha. Das einzige, was es gibt, ist nur die Tutorial-Mission, die halt schon tausend- und dreifach Let's Played wurden und vorgestellt wurden und was weiß ich nicht alles. Und sobald man ein Szenario zum Spielen hat, freies Spiel, Kampagne oder was auch immer, einfach nicht das Tutorial, werde ich das Spiel anfangen und euch vorstellen und mal reinstuppern und sehen, was es so kann und wie es aufgebaut ist. Es soll ja eine Mischung aus Spellforce und Siedler sein. Beides tolle Spiele, für jeden, das kennt. Wirklich wunderbare Spiele und ich liebe Spellforce, sowohl auch Siedler. Hab auch beide Spiele gespielt und hab sie auch noch auf dem PC. Und ja, es ist eine große feindliche Armee. Und ja, ich spiele es immer wieder gern. Sehe mir auch gern Videos drüber an. Und mit diesem Bekenntnis zu der Spellforce und der Siedlerreihe beende ich mal Folge 6 von diesem Let's Play und hoffe, es hat euch gefallen.